In dieser Episode geht es um Daten und wieso viele Unternehmen mit dem Thema immer noch überfordert sind. Es geht um Skills für datengetriebene Unternehmen, um Cookies und den Datenschutz, warum VR noch nicht massentauglich ist und Voice Interfaces von einer guten Konversation noch meilenweit entfernt sind. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um Daten, Trends und Zukunft im Marketing. Dafür habe ich den Gast Kurt Simon Harlinghausen eingeladen. Er ist Chief Nerd Officer bei C5H und berät Unternehmen im Bereich von Technik, Marketing, Sicherheit und Strategie, um deren Herausforderungen zu lösen. Früher war er Global Client Partner Data und Automotive bei Publicis. Hallo und herzlich willkommen, Simon. Ja, grüezi und hallo, Thomas. Hallo, freut mich, dass du Zeit gefunden hast, um die Episode aufzunehmen. Eben, heute geht es um Daten, Trends und Zukunft im Marketing. Doch bevor wir starten mit dem Thema, sag unseren Hörern doch kurz, wer du bist und warum du über das Thema so optimal sprechen kannst. Ja, ich bin Kurt Simon Harlinghausen, bin Österreicher, auch wenn man es nicht hört, bin der Chief Nerd Officer oder auch CEO bei der C5H GmbH. Das ist ein Unternehmen, das ich vor langer, langer Zeit in den 90er Jahren gegründet habe. Und zwischendurch habe ich viele andere Unternehmen gegründet, unter anderem auch die Arcom 360, die als Social-Media-Agentur vielleicht den einen oder anderen bekannt ist, und habe diese dann bei der Publicis eingebracht und an die Publicis-Gruppe verkauft. Bin dann von der Arcom zur Holding, dann zur Digidas, später dann zur Sapient und jetzt bin ich wieder selbstständig in meiner eigenen Firma. Du hattest mir im Vorgespräch auch gesagt, du warst, ja, ich sage jetzt mal nicht auf einer Silicon Valley Safari, sondern du warst 2011 im Silicon Valley unterwegs, unter anderem auch mit Thomas Hutter, hast dort verschiedene Social Media Anbieter, Social Media Plattformen besucht. Es war aus deiner, mit deinen Worten, komischen Urlaub, weil das größte, die größten Ausgaben waren für Parkbußen und alles rund ums Auto. Ja, es war ein sehr skurriler Urlaub. Oder das war eigentlich eine Geschäftsreise in Kombination mit ein paar Tagen Freizeit dran. Wir sind dahin gereist, um uns auch mit Facebook zu treffen, mit Google, mit den damals bekannten Plattformen YouTube und Path, die man kaum kannte. Das war ja noch am Anfang. Twitter haben wir auch noch besucht. Und bei Twitter haben wir an einem gelben Bürgersteig geparkt. Da kamen wir rechtzeitig noch zurück, bevor wir abgeschleppt wurden. Bei einem anderen wurden wir dann abgeschleppt, dann mussten wir das Auto erstmal suchen. Dann waren wir abends essen, dann wurde ins Auto eingebrochen und Sachen aus dem Auto geklaut. Und also da sind ganz, ganz viele Sachen passiert. Deswegen war das ein sehr teurer Urlaub, eine sehr teure Reise. Insgesamt war ich schon sehr, sehr häufig, da ich, keine Ahnung, 50, 60, 70 Mal, ich habe aufgehört zu zählen, wie oft ich im Silicon Valley war, aber die Tour mit Thomas war insbesondere deshalb auch so einmalig, weil wir nach Los Angeles gereist sind und dann den Highway Number One hochgefahren sind. Das war der Urlaubsteil, um dann das ganze Business San Francisco zu machen und von dort aus dann wieder heimzufliegen. Sehr schön. Also schöne Erinnerungen. Definitiv. Nicht nur wegen dem Auto, das euch eigentlich ständig Probleme bereitet hat. Ja, das war eine Herausforderung in der Tat. Hetzig, ich stelle allen meinen Gästen einige Fragen zum Einstieg zur Person. Die möchte ich auch dir stellen, damit die Zuhörer so ein Gefühl bekommen, wer ist überhaupt Kurt Simon Harlinghausen? Und die erste Frage ist immer, wie startest du in den Tag? Wow, also es gibt einmal die Version, wie würde ich gerne starten? Und dann gibt es die Version, wie ich wirklich starte. Also ich würde gerne mit Laufen und Sport in den Tag starten und dann in Ruhe frühstücken. In der Realität sieht das eher so aus, mit vier Kindern zu Hause, dass ich abends mal länger arbeite, dann morgens eher schwierig aus den Federn komme, dusche, dann mit der Familie frühstücke und mich dann an den Schreibtisch setze. Auf welche Tools kannst du in einem Arbeitsalltag nicht verzichten? Ich arbeite viel mit Google Docs, viel mit Videoconferencing-Systemen aktuell, ob das Teams ist von Microsoft, ob das Zoom ist, aber auch viel mit Messenger und ich verwende Outlook sehr, sehr viel und habe Outlook tatsächlich in der Corporate-Welt zu schätzen gelernt.
weil es vom Kalender und E-Mail-Funktion für mich das mächtigste und einfachste Tool ist. Ich komme mit sehr, sehr gut klar. Und das, ob das mobile ist oder auf dem Desktop, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Und das Tool, das keiner so kennt wahrscheinlich, mit dem ich doch, würde ich mal sagen, die Hälfte meiner Toolzeit verbringe, ist GoodNotes. GoodNotes ist ein Scribble-Tool. Ich schreibe sehr, sehr viel mit per Hand auf dem iPad. Und das dokumentiere ich immer auf GoodNotes. Und was begeistert dich am meisten an deinem Beruf? Neugierde. Es verändert sich so viel tagtäglich. Es ist völlig irre, was in dieser Welt, in welcher Geschwindigkeit passiert. Und ich habe sehr viel Beteiligungen in Korea und in Indien und in Deutschland und Europa verteilt und Polen. Das allein über meine Firmenbeteiligung ist natürlich sehr viel mitbekomme, aber auch, was sich beim Verhalten der Menschen verändert, an der Technologie verändert, an den Möglichkeiten verändert, aber auch an den Restriktionen, Gesetzgebung, an der Ethik, technischen Voraussetzungen, Kapazitäten von Maschinen, und was die Großen alles entwickeln und von denen wir gar nicht zum Teil mitbekommen. Also ist schon sehr, sehr geil. Also ich bewege mich gerne auch am Rande. Bin früher sehr viel auf Konferenzen gegangen, auf sehr spezifische Konferenzen. Und das finde ich einfach sehr stimulierend. Finde ich cool. Ja, und das ist auch passend zum Thema Daten, Trends und Zukunft im Marketing. Da wirst du ja dann anschließend sicherlich einiges noch aus dem Nähkästchen sprechen können. Vorerst aber die letzte Frage zu deiner Person. Auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten? Am aktivsten? Früher war ich sehr, sehr aktiv. Mittlerweile hält sich das in Grenzen. Klassische Messenger und WhatsApp, Facebook und Instagram, LinkedIn, bisschen TikTok, ein bisschen Twitter noch. Wenn man YouTuber Social sieht, auch ein bisschen YouTube, aber mehr als Konsument, als weniger als wirklich Produzent. Ich lese immer noch ganz gerne die ein oder anderen Blogs und folge ein paar RSS-Feeds. Aber im Großen und Ganzen ist es das aktuell. Ja, super. Bleibt nicht so viel Zeit. Ja, mit 4 Kindern. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Thema ein. Datentrends und die Zukunft des Marketings oder die Zukunft im Marketing. Also erste Frage, wohin wird sich die digitale Welt entwickeln? Ja, wir werden auf alle Fälle das Thema Daten aus vielen neuen Perspektiven kennenlernen. Wir haben schon verstanden, dass Daten wichtig sind und Daten uns Insights geben über bestimmte Zielgruppen oder Produkte oder über Verhalten. Aber wir werden wegkommen von diesem Denken in klassischen Personas oder in alten Mustern, weil wir das gar nicht mehr brauchen, sondern Daten werden intelligent werden, in dem Sinne, dass sie sich automatisch vernetzen, Muster bilden, Kohorten bilden, Insights generieren und sagen, okay, mit dieser Zielgruppe Leute, die das Verhalten haben, haben das gekauft, dann ist es egal, ob das Martin Schmidt oder Ulrike Müller ist. Das hängt dann viel, viel mehr am Verhalten zu dem Zeitpunkt an einem bestimmten Touchpoint mit den Informationen, die man drumherum als Kontext sammeln kann. Und das kann sein Wetter, das kann sein, welche Geräte er verwendet, wie er surft oder die Person surft. Worüber er redet, mit wem er redet, wann er redet. All diese Informationen können damit einfließen und dann kann ich ganz anders und ganz gezielt mit diesen Personen agieren und kann auch viel mehr mich um das Thema Motivation kümmern, anstatt nur um das Thema Bedürfnis, weil die große Herausforderung wird sein, wenn wir das Thema Daten haben, gibt es einmal die Daten, die wir aus dem, was Menschen sagen, kommen. Und dann die Daten, wie Menschen sich verhalten. Und wenn man das zusammenbringt, werden wir viel mehr verstehen und der Wahrheit näher kommen, als wir es jetzt tun. Ja, also, interessant finde ich ja immer, wenn man von Daten spricht, dann ist ja der Datenschutz oder auch DSGVO etc. nicht weit davon weg. Es gibt ja auch Initiativen, dass man sagt, ja, man gibt dem Nutzer eigentlich wieder die Kontrolle über seine Daten, so Datenpools, wo man dann selbst bestimmen kann, welche Unternehmen auf die eigenen Daten Zugriff haben dürfen. Ist das für dich eine realistische Zukunft oder sagst du, ja, es ist
eher ein PR oder eher ein Thema, das sich das zukünftig wieder versandern wird? Ja, das Thema Datenschutz und Datensicherheit werden beides Themen sein, die uns sehr, sehr intensiv beschäftigen werden. Wenn man sich Länder ansieht wie Korea, Südafrika, Russland, wo ganz andere Gesetzesgrundlagen herrschen, also viel, viel strenger als in Deutschland zum Beispiel, teilweise strenger, zum Teil anders, vor allem wenn man von Russland ausgeht, da wird sich vieles noch verändern. Wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um dieses aktuelle Gesetz oder die Gesetzesstruktur zu haben und zu nutzen. Es hat noch nicht jeder verstanden, was es bedeutet. Es ist auch immer noch viel Grauzone dabei. Deswegen wird uns das noch lange beschäftigen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch ganz fest daran, dass wir sehr, sehr viel mit anonymisierten Informationen machen können. Und wir nicht alles im 1:1 Marketing machen müssen. Also müssen nicht mit Lieschen Müller sprechen, sondern das muss sich für Lieschen Müller so anfühlen, als wäre es individuell für sie angepasst, weil es in dem Falle zum Beispiel hochgradig relevant ist. Ja. Und ich glaube, da kommen wir viel mehr hin, als dass wir sagen, wir müssen uns um 1:1 Kommunikation und den persönlichen Bezug kümmern. Gut, also wie wird aus deiner Sicht, werden wir Nutzer irgendwann mal die Hoheit über unsere Daten haben? Und dann sagst du, ja, mit den Bestimmungen oder mit den Anstrengungen, dass die Daten eh zukünftig anonymisiert werden, ist das hinfällig? Ja, wenn wir die Hoheit über unsere Daten haben wollen, müsste es ja ein Register geben, wo wir überall Spuren und Daten hinterlassen haben. Das wiederum beängstigt ja die Nutzer, weil es dann natürlich einen zentralen Zugriff auf alle Informationen über einen gibt, was die Leute auch nicht haben wollen. Das heißt, da liegt ja schon die Krux, das Henne-Ei-Problem. Das eine geht nicht ohne das andere, weil ich kann nicht über alle Maßnahmen, Kampagnen, Kanäle, Profile Buch führen. Da wäre ich ja nur noch am Buchführen beschäftigt. Allein wenn man auf irgendeine Tageszeitung geht oder auf irgendeinen Social-Kanal geht, wo man überall Datenspuren hinterlässt, das ist kaum nachvollziehbar. Ja, sehr interessant, danke. Wie wird sich das digitale Marketing entwickeln in Zukunft, also vor allem auch hinsichtlich den Möglichkeiten mit den Daten, vielleicht neue Werbeformen, die wir momentan noch nicht kennen, die aber vielleicht in Entwicklung sind, wenn du da was gehört hast oder gelesen hast, und auch die Verbindung zwischen Offline- zu Online-Daten, also eben Verhaltensdaten auch, am POS schlussendlich mit Online-Daten verknüpfen. Fangen wir erstmal an. Also genau, Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, genau. Also was wir sehen werden, ist viel mehr Personalisierung, also granularere Gruppen oder sogar bis hin zu 1:1 Kommunikation, je nach Marketingmaßnahme. Webseiten können sich individuell anpassen oder natürlich klar das ganze Thema E-Mail-Marketing oder Social. Aber es macht nicht immer Sinn, immer im 1:1 zu kommunizieren, weil es die Atomisierung der Inhalte bedeutet und sehr, sehr aufwendig wird. Aber wir sehen, was durch Technologien möglich ist, dass wir Informationen natürlich individuell anpassen können. Also wenn wir ein Bild haben, haben wir verschiedene Ebenen, die man heute technisch wunderbar aufgrund von Informationen und Insights anpassen kann. Den Hintergrund, wenn man sagt, das ist in Zürich, dann kriegt man halt einen Hintergrund aus Zürich, mit einem Schweizer Kennzeichen, zum Beispiel bei einer Autowerbung. Und dann hat man halt entsprechende Insassen, die eher schweizerisch anmuten. Man kann das Wetter anpassen, man kann das Auto, die Farbe, die Umgebung, sonst was kann man alles heutzutage schon vorrechnen oder vorbereiten. Da wird es sehr, sehr viel geben, auch von Bausteinen her, von Inhalten her. Und dann wird man messen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Also man wird viel mehr ins Testen kommen und daraus dann mehr Vorhersagen machen können, was für diese Zielgruppen oder die einzelnen Nutzer relevant sein könnte oder ist. Ja. Und da fließen natürlich auch die Informationen mit ein, die wir offline sammeln. Also das heißt, über Heatmaps oder Wi-Fi-Informationen, über Bewegungsprofile, über Sensoren in den Smartphones, können wir sehr, sehr viel über die Offline-Aktivitäten der einzelnen Nutzer sagen. Wir haben oft genug gehört, dass Plattformen wie Facebook und Google die Möglichkeiten der Telefone komplett ausnutzen, das heißt die ganzen Sensoren in den Telefonen, die Mikrofone, die Lautsprecher, alles Mögliche mittrackt und damit natürlich ein sehr, sehr genaues Bild über die Nutzer
zeichnen kann. Und davon gehe ich auch von aus. Und das wird mehr und mehr kommen und die Nutzer werden es mehr und mehr normal finden und damit dann die Möglichkeiten auch für diese Plattformen erweitern lassen. Frage zwischendurch jetzt, du sagst, dass eben die Sensoren aus den Smartphones nutzen, ist so eine Frage, die immer wieder kommt, hört Facebook und Google mit, wenn wir ein Gespräch führen oder wenn wir das Smartphone auf dem Tisch haben? Was ist da deine Meinung? Also ich kann es nicht nachweisen, man hört da sehr, sehr viel drüber. Was wir ausprobiert haben, ist, wenn man in WhatsApp-Gruppen, aber primär, wenn man in Facebook Messenger Themen schreibt, explizit und hat eine Gruppe, das haben wir ausprobiert, Katzenfutter, wir haben keine Katzen und haben sehr viel darüber geredet über eine Woche, dann haben wir Werbung über Katzenfutter bekommen. Das ist nachgewiesen so. Das ist in den USA wesentlich stärker ausgeprägt, als das bei uns zum Beispiel in Zentraleuropa aktuell ist, aber das passiert definitiv. Wird auch damit zusammenhängen, dass in der USA Facebook Messenger deutlich präsenter ist als jetzt bei uns in Europa. Ja, deswegen haben wir hier WhatsApp. Und WhatsApp ist, glaube ich, es kann es nicht nachweisen, aber läuft ja als eigene Plattform und wird zwar nach und nach integriert, aber inwieweit das schon Einfluss nimmt auf die Strukturen in den Werbeplattformen bei Facebook und Co., kann ich nicht sagen. Ja. Aber ich denke schon. Okay. Nochmals auf Daten, eben Daten, auch im Marketing sind Daten Gold wert. Und um Daten erheben zu können, gibt es also die Cookies, die auf unseren Geräten gespeichert werden. Verschiedene Anbieter, wie beispielsweise Apple, hatten Third-Party-Cookies den Kampf angesagt. Google Chrome hat angekündigt, die Single-Site-Cookies einzuschränken. Wie wird sich das weiterentwickeln und gibt es da Alternativen? Ja, klar. Also das Thema Cookie lebt sehr, sehr lange und wird auch sehr lange schon totgesagt. Aber es gibt viele Bestrebungen, gerade im Bereich der Affiliates und auch der großen Plattformen, cookieless zu werden. Und man hinterlässt so viele Spuren, die man auch abfragen kann, ob man irgendwelche Schriften installiert hat oder ob man irgendwelche Zertifikate installiert hat oder was der Referrer ist oder. Also es lässt sich schon vieles über einen Nutzer herausbringen ohne Cookie-Informationen. Der Cookie ist bequem, da kann man vieles drin speichern. Der verfällt irgendwann, aber es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, das anders zu gestalten. Was ist so aus deiner Sicht die Möglichkeit mit der größten Zukunftswahrscheinlichkeit? Die verändert sich ja dauernd. Also da zu sagen, das ist die eine Möglichkeit. Also der Digital Footprint im Großen und Ganzen ist für mich, glaube ich, das vielversprechendste Modell, bis es dann da auch mal Konsentregelungen gibt, also Zugriffsregelungen gibt, was die Informationen angeht. Und dann kommen wir so in den Zielspalt zwischen Bequemlichkeit des Nutzers und Herausgabe von Informationen. Und die Diskussion wird sehr, sehr spannend zu verfolgen sein, wie weit der Nutzer bereit ist, auf Bequemlichkeit zu verzichten und damit aber auch einzuschränken, was er an Datenpreis gibt. Ja. Ja, es ist eben so, Facebook, Google oder sonst die großen Tech-Giganten, die nutzen die Daten ja schon sehr ausführlich, eben Facebook und auch Google, um gezielt Werbung auszuliefern, um den Werbetreibenden weiteren Möglichkeiten anzubieten. Wie sieht das in Unternehmen hier in Europa, in der Dachregion, in Österreich, Schweiz, Deutschland aus? Werden die Daten schon optimal ausgewertet? Also mit den Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit und mit den Kunden, mit den zwei Kunden, mit denen ich momentan arbeite, gibt es noch ganz viel Potenzial nach oben. Es gibt eine Regel für Daten, das ist die 5C-Regel, und da fangen wir bei meisten Kunden wieder von vorne an. 5C heißt, Daten müssen komplett, also complete sein, konsistent, korrekt, also sie müssen irgendwie verifiziert werden, dass es auch wirklich die richtige Telefonnummer, die richtige E-Mail, der richtige Name ist, die richtige Adresse. Sie müssen aktuell, also contemporary sein, und sie müssen kontextuell erfasst sein. Ich muss wissen, wo kommen die Daten her, was ist der Consent, wann sind die. Ich brauche für jeden Datenpunkt ein Datum, damit ich weiß, wann dieser Datenpunkt ein
verfällt, weil eine Telefonnummer hat keine ewige Haltbarkeit, eine E-Mail-Adresse hat keine ewige Haltbarkeit. Beim Vornamen gehen wir erstmal davon aus, dass er ewig hält, aber der Nachname kann sich ändern durch eine Heirat, durch sonstige Lebensumstände verändern. Kann aber auch sein, dass jemand aus Asien nach Europa reist und dann sich umbenennt. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die muss ich zusammenbringen. Und da fangen wir erstmal an, die Basics glatt zu ziehen. Und dann kommt als nächster Schritt, wenn wir das haben, das 5C-Modell implementiert, dann fangen wir erstmal darüber zu sagen, wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Daten reden? Weil viele sagen, ja, wir sammeln Leads. Ja, wie definierst du denn ein Lead? Wenn man bei euch in einem Unternehmen fragt, wie man ein Lead definiert, kriege ich 5 unterschiedliche Definitionen für ein Lead. Und wenn ich dann sage, Cost per Lead, sagt der eine, ja, aber die Kosten sind Lifetime, der andere sagt, das ist Kampagne, das andere ist Jahreskosten, das andere ist Marketingkosten, das andere sind Servicekosten und so weiter. Das heißt, wir reden immer noch von ganz unterschiedlichen Dingen. Und wenn wir da nicht einen Standards definieren, wie man mit Daten umgeht, kann ich die nicht sauber benchmarken und kann sie nicht richtig bewerten. Und dann kann ich auch nicht richtig damit arbeiten. Ja, weil eben, das ist auch was, was ich immer wieder sehe, oftmals nur schon das Web-Tracking, wenn ich das 5C-Modell anwende auf das Web-Tracking, oftmals eben beispielsweise bei Google Analytics Standard-Script integriert, dann vielleicht über den Tag Manager noch 2, 3 Events integriert. Ja, es gibt keine Verifizierung, die Daten sind oftmals nicht konsistent, es fehlen UTM-Parameter auf einzelnen Kampagnen. Oftmals ist der größte Traffic-Treiber ist dann Direct-Traffic, was ja auch nicht immer direct sein muss, sondern halt auch aus Apps heraus. Also ich sehe auch da immer wieder spricht man, ja, Daten sammeln, Big Data, Smart Data, also die Gegenoffensive. Und viele Unternehmen haben aus meiner Sicht die Basics noch gar nicht im Griff. Also nur schon die Daten aus Web Analytics beispielsweise zu interpretieren, also korrekt messen zu können, ist das eine, und dann noch korrekt interpretieren zu können, das sind ja ganz andere Herausforderungen. Ja, also fängt ja schon damit an, dass viele Leute gar nicht den eigenen Traffic rausnehmen aus den Web Analytics, sondern immer die eigenen Zugriffe noch mitzählen. Ja. Wir gehen halt oft hin und lassen mindestens 2 oder 3 statistische Tools mittlerweile, also Google Analytics, Adobe Analytics, Site Catalyst und dann vielleicht auch noch so ein Weblogger, wo wir wissen, okay, dass wir die Log-Files auswerten, haben dann auch noch da die Zugriffe. Und da, wenn wir das zusammenbringen, haben wir irgendwo in der Mitte einen Näherungswert, der Richtung realistisch geht. Überall sind Fehler, der Mensch macht nun mal Fehler, das ist auch okay, also das macht das Ganze ja auch so spannend. Aber wenn man sich dann darauf verlässt und hat dann schlechte Daten, gibt es halt schlechte Entscheidungen auf Daten und dann verbrennt man entweder Geld oder Zeit oder beides oder man entwickelt sich in eine falsche Richtung oder in eine Richtung, die man sich nicht entwickeln möchte. Also ich gebe dir komplett recht, es geht definitiv um erstmal die Basics sauber und glatt zu ziehen und dann nach und nach darauf aufzubauen. Ja, und oftmals ist es auch damit verbunden, dass das Vertrauen in die Daten fehlt. Also eben, ich sehe es halt, ich arbeite viel mit Web Analytics oder in Unternehmen mit Web Analytics oder mit Facebook Analytics, mit Facebook Insight Daten. Nur schon das Vertrauen in die Daten, oftmals in die eigenen Website Daten, ist im Unternehmen gar nicht da, weil eben in der Vergangenheit konnten sie viele Fragen nicht richtig beantworten oder falsch beantworten, weil halt einfach, sag ich mal, Basis-Script von Google Analytics integrieren, heißt noch nicht, dass ich Web-Tracking mache. Genau. Da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Es fehlt aber auch an Ressourcen und Talenten, die das können und die sich damit auseinandersetzen wollen und auch die Bereitschaft in Unternehmen, in diese Talente und in diese Ressourcen zu investieren, weil der Business Case nicht sofort im Detail verstanden ist, aber wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird man relativ schnell verstehen, dass das, was man da an Informationen rausziehen kann, dass das einem Unternehmen so viel hilft, sich weiterzuentwickeln ins Positive, vom Wachstum her, vom Lernen her, von Inhousen, von Insights, auch wenn man mit Partnern zusammenarbeitet. Es ist natürlich, dass da eine, sag ich mal, zum Teil eine Bereinigung der Daten erfolgt oder dass Dinge vergessen werden. Also von daher muss man in-house diese Ressourcen haben. Ja, jetzt im Talente fehlt es oder es fehlt an Talenten auf dem Markt. Jetzt, wenn ich intern mich umschauen möchte und eine Person
rekrutieren oder bestimmen möchte, die das Thema intern angeht, was für Skills müsste so eine Person aufweisen, um die Datenkompetenz eines Unternehmens voranzutreiben? Wow, die Diskussion haben wir oft, ich würde sagen, aus Mangel an qualifiziertem Personal oder an Budget für qualifiziertes Personal. Wäre es schon gut, wenn man Leute hat, die die richtige Passion für das Thema Daten haben, die ein wenig Erfahrung gesammelt haben mit Google Analytics, die auch mathematisch jetzt eine gewisse Vorbildung haben oder ein Interesse haben oder ein Talent dafür haben, die den Markt kennen und verstehen und die eine gewisse Neugier haben, die richtigen Fragen zu stellen, um darauf für Lösungen aus der Datenwelt zu generieren. Also so Programmierkenntnisse hast du jetzt nicht erwähnt, in Mathematik so teilweise, aber aus deiner Sicht eher weniger programmatische Kenntnisse, sondern dann eher Anwenderkenntnisse, ja. Strategische Kenntnisse und alles andere kann man dann mit Entwicklern erarbeiten. Genau, es gibt ja verschiedene Berufe im Datenumfeld. Ich habe die Analysten, die fragen, wie man an die Daten herangeht, was man rausholen kann. Die analysieren das. Sie stellen die Fragen, um das meiste aus den Daten rauszukitzeln. Ja. Dann habe ich die Strategen, die sagen, welche Daten möchte ich gerne zusammenbringen, wo möchte ich denn am Ende rauskommen, was möchte ich mit den Daten erzielen. Dann habe ich die Data Engineers, die dafür sorgen, dass die Daten so strukturiert sind oder Zugriff man auf die Daten hat, dass man auch die Insights generieren kann oder dass die Datenquellen auch entsprechend angebunden sind. Und dann habe ich solche Leute wie den Data Steward, der darauf achtet, dass das alles compliant ist, dass die Governance und Policies in place sind, dass die Daten die richtige Qualität haben, dass nicht jeder darauf zugreifen kann oder die Daten verunreinigt und solche Sachen. Also das sind so verschiedene Jobs, die ich im Unternehmen habe und dann habe ich natürlich die ganzen Kampagnenmanager da drauf, die mit den Daten hinterher arbeiten und Richtung Kunden agieren. Ja. Das sind so die wichtigsten Jobs, die man heutzutage im Datenumfeld hat. Ja. Dort sehe ich jetzt schlussendlich auch das Problem, weil ein Unternehmen, nicht jedes Unternehmen kann sich 5 Personen leisten, die sich dem Thema Daten annehmen, sondern oftmals ist man da in einer, ich sage mal, Twitter-Position, dass man im Marketing ist und noch die Daten Obhut hat, CRM-Beauftragter, Data Warehouse-Beauftragter oder was auch immer ist. Ist das zielführend oder sagst du, ja, es gibt eine Mindestanforderung an Unternehmen, die Datenkompetenz nachhaltig ausbauen wollen? Also tendenziell sage ich mal so, wenn man anfängt, sollte man mit einem Datenanalysten anfangen, der in der Lage ist, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Insights daraus zu generieren. Ich kann mir über einen Partner, über eine Agentur oder über eine Beratung das strategische Gerüst aufbauen lassen und daraus dann mit dem Analysten weiterarbeiten. Diese entsprechenden Entwicklungen kann man auch outsourcen. Aber alles, was so Richtung Analyse und Insights angeht, das sollte im Haus bleiben. Damit sollte man auf alle Fälle anfangen. Ja. Du warst schon mehrmals im Silicon Valley, auch unter anderem mit Thomas Hutter bei Facebook, Google und Co. Jährlich kommen ja Stimmen auf, dass Facebook tot ist, dass Facebook an Nutzen, an Attraktivität verliert. Wie wird sich Facebook deiner Meinung nach entwickeln? Also Facebook, sag jetzt mal, man muss ja immer Facebook die Plattform oder Facebook als Unternehmen, ich sage jetzt, gehen wir zuerst auf Facebook die Plattform ein. Ja, also die Plattform wird sich weiterentwickeln. Es wird natürlich für bestimmte Zielgruppen uninteressant sein, jetzt noch auf Facebook zu gehen. Damit spreche ich gerade die Jüngeren an, die durch den Zukauf von Instagram auch in dem Facebook-Universum sind, aber als Plattform werden sie es kaum nutzen, primär vielleicht, weil ihre Eltern da sind oder weil sie bestimmte Informationen haben wollen, aber sie sind eher Konsument, als dass sie wirklich was partizipieren. Facebook wird sich weiterentwickeln. Man muss immer verstehen, der Konzern Facebook und die Plattform Facebook hat einen Nordstern KPI, einen Wert, nach dem die agieren. Und das ist das täglich aktive Nutzer. Danach orientiert sich das gesamte System rund um Mark und die ganzen Teams, weil damit, umso mehr tägliche Nutzer sie haben, umso mehr Ads können sie ausspielen, umso mehr bleiben die Leute der Plattform treu. Sie zeigen, dass die Maßnahmen funktionieren. Und das ist sehr, sehr smart ausgewählt.
Und dann muss man sich einfach das Universum angucken. Wir haben Facebook für eine bestimmte Zielgruppe, wir haben Instagram für eine bestimmte Zielgruppe, wir haben Messenger für eine bestimmte Zielgruppe und wir haben WhatsApp für eine bestimmte Zielgruppe. Dazu kommen dann Produkte wie Oculus im ganzen VR-Bereich. Wir haben das ganze Thema Internetzugang, das Internetprojekt.org. Wir haben verschiedene Funktionen, Facebook Business zum Beispiel und, und. Also Facebook ist sehr, sehr breit aufgestellt, auch was Patente angeht, Technologien angeht. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass das von heute auf morgen abrupt enden wird oder dass es auslaufen wird. Dafür sind sie selber zu sehr bestrebt und fokussiert auf dem Thema, täglich aktive Nutzer zu behalten. Ob das Videos-Thematik ist, die sie jetzt haben, ob das das Story-Thema ist, ob das das ganze Gaming-Thema ist. Also sie bauen dieses Universum noch immer weiter aus und halten die Leute drin. Jetzt, du hast gesagt, im ganzen Facebook-Universum beispielsweise auch Oculus, also VR-Technologie, die VR-Brille, Oculus Go wurde vor drei Jahren gelauncht, Oculus Quest wurde Ende letztes Jahr gelauncht. Wie wird sich das Thema VR weiterentwickeln? Da gab es ja vor 3-4 Jahren hieß es ja, das wird die Zukunft sein. Man wird sich mit VR auseinandersetzen müssen. Die Konsumenten werden mit VR leben, arbeiten, wie auch immer. Zwischenzeitlich, ich habe selbst eine VR-Brille. Ich verbringe rund etwa 4 Stunden mit der VR-Brille pro Woche. Einfach mal, um Netflix zu schauen, weil ich dann ein zusätzliches Gerät habe, weil ich selbst 360-Grad-Videos aufnehme oder einfach mal halt neue Apps auszuprobieren. Wie siehst du das? Wie wird sich das Thema VR weiterentwickeln? Oder wird es irgendwann mal im Massenmarkt ankommen? Ich gehe davon aus, dass es im Massenmarkt ankommen wird, wenn genügend Inhalte da sind oder Funktionen da sind, die im Massenmarkt auch als Mehrwert wahrgenommen werden. Ich denke mal, primär wird das sein im Bereich Gaming. Da werden wir sehr, sehr viel in VR erleben, weil die Qualität mittlerweile extrem gut geworden ist und den Leuten auch nicht mehr schlecht wird, weil man auch die Ängste ablegt und die ganzen Devices wesentlich schlanker und leichter werden und man nicht mehr so einen Holzklotz vorm Kopf hat, sondern schon ein relativ angenehmes Gefühl. Ob ich das dann 3, 4, 5 oder 6 Stunden mache, glaube ich eher in den nächsten 2, 3 Jahren nicht. Aber es wird mehr und mehr werden. Und die Generationen werden da reinkommen. Und irgendwann wird eine Generation das adaptieren für sich. Und dann wird das auch massentauglich werden. Aber es dauert noch ein bisschen. Okay. Sehr gut. Du hast gesagt, eben die jüngere Zielgruppe eher auch auf TikTok unterwegs. Du selbst hast bei den sozialen Netzwerken auch gesagt, dass du auf TikTok unterwegs bist. TikTok selbst verzeichnet jetzt schon mehr als 1 Milliarde Nutzer. Wie wird sich TikTok deiner Meinung nach weiterentwickeln? Das ist eine sehr gute Frage. Man muss ja verstehen, wo es herkommt. Das war ja vorher ein Kanal, der von chinesischen Unternehmen gekauft wurde. Und das ist natürlich für sehr stark von der jüngere Zielgruppe ausgelegt, also sozusagen der Nachfolger von Instagram und Snapchat. Ich sehe dort, es ist ein guter Unterhaltungskanal, aber es ist kein klassischer Kommunikationskanal. Es ist mehr so ein zur Schau stellen oder sich vorstellen oder miteinander interagieren Kanal im Bereich Musik oder irgendwelche Challenges oder, aber es ist so eine Mischung aus Gamification und Unterhaltung. Ja. Und da sieht man auch sehr, sehr viel auf Facebook mittlerweile. Das heißt, Facebook ist da nicht hinten dran, sondern Facebook ist auch ein Kanal, der TikTok verlängert. Okay. Also ich glaube schon, dass sich das weiterentwickelt. Und auch wesentlich erfolgreicher sein wird, als es bei Snaps ist. Aber für uns Ältere, sage ich mal, also alle, die über 45 sind, ist es nett zu beobachten, aber ich werde ja nicht der aktivste Nutzer werden. Da fehlt mir einfach die Zeit dazu, die die jungen Leute noch haben. Genau. Jetzt, ich war kürzlich an einem Vortrag in Zürich von einer Agentur, die auch den chinesischen Markt betreut. TikTok ist ja eben, in China gibt es Douyin,
eigentlich das Pendant zu TikTok, einfach für den chinesischen Markt mit den entsprechenden Zensuren. Und dort ist beispielsweise schon der ganze News-Bereich ja enorm. Also man Unternehmen, aber auch Newsportale posten dort ihre News, Fußballspiele etc. Das sieht man ja jetzt bei TikTok eigentlich noch nicht. Die Tagesschau hat schon erste Versuche gemacht, aber eher so auf unterhaltsame, humoristische Art und weniger auf die Newsvermittlung. Ja, es liegt mehr daran, einmal wir haben das Lizenzthema, gerade was so Sportevents angeht. Da sind wir ein bisschen, weil wir mehrere Jahre Lizenzverträge haben, die kann man nicht so einfach ergänzen. Sind oftmals auch für bestimmte Bereiche exklusiv. Das Zweite ist, man sieht da noch nicht so eine Wirtschaftlichkeit drin in dem Kanal, um das so richtig zu vermarkten, weil Werbeformate fehlen und so weiter. Ob Facebook von TikTok überholt wird, ist eine gute Frage, ja. Ich glaube tatsächlich nicht in den nächsten 10 Jahren, aber was danach ist, ist eine Glaskugel, in die ich nicht gucken kann. Also 5 Jahre vorher zu sagen, ist schon wahrsagerisch und noch länger sowieso. Also von daher nicht in absehbarer Zeit. Jetzt, du bist ja selbst auch Investor beziehungsweise in verschiedenen Unternehmen beteiligt. Ist es realistisch oder siehst du eine realistische Möglichkeit, dass Facebook TikTok mal übernehmen wird? Oder wird Facebook ähnlich wie bei Snapchat einfach die Funktionen kopieren? Sie hätten es ja schon tun können. Ich glaube, dass sie es eher kopieren würden oder das Beste da rausholen, damit die Nutzer bei Facebook bleiben. Es würde sehr, sehr teuer werden, weil natürlich die Verhältnisse mittlerweile von Anzahl der Nutzer schon sehr, sehr hoch ist. Und wenn man sagt, man würde mal 20 bis 25 Dollar Lifetime-Wert eines Nutzers rechnen, bei 1 Milliarde Nutzer wären wir ja schon bei 25 Milliarden Dollar, die man dafür bezahlen müsste. Also das ist schon auch für Facebook ein ordentlicher Preis, den man refinanzieren müsste. Weil man hat ja sehr viele Überschneidungen. Genau. Wir haben vor allem ja auch ByteDance, Betreiber von TikTok und Douyin in China, ist ja ein Startup, das momentan auf 75 Milliarden bewertet wird. Also nur schon, wenn man ByteDance kaufen möchte, müsste man da tief in die Taschen greifen. Sehr tief, ja. Jetzt gibt es soziale Netzwerke, die aktuell in der breiten Masse noch nicht so bekannt sind, aber unter Umständen bald eine tragende Rolle spielen können? Wow, das ist eine gute Frage. Das kann durchaus sein, ja. Ist mir aber nicht bekannt. Also es gibt ganz viel so in Ländern wie China oder Korea, also Kakao ist ein fest faszinierendes Ökosystem. Es gibt in Brasilien und Südafrika so lokale Netzwerke, aber es ist keins, was so in dieser Dimension jetzt absehbar kommt. Also von daher nischenmäßig bestimmt, aber in der Masse glaube ich nicht. Gut. Ich selbst bin ja Digital Marketer und von daher auch meine Schlussfrage oder eine der letzten Fragen. Wenn du eine Werbeform erfinden könntest, ohne dabei auf Datenschutz und technische Möglichkeiten Rücksicht nehmen zu müssen, wie würde diese Werbeform funktionieren? Das wäre auf alle Fälle eine Videowerbeform, die sehr stark auf meinen Kontext eingeht und die jetzt keine künstliche Intelligenz hat, weil ich bin da sehr kritisch, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, weil ich noch nicht so richtig viel davon gesehen habe und beschäftige mich schon sehr intensiv mit dem Thema. Es ist alles Machine Learning oder Deep Learning, aber dass es wirklich künstliche Intelligenz ist, die sich selbst hinterfragt und optimiert und Entscheidungen fällt, ohne dass der Mensch eingreift, ist sehr selten. Von daher es ist ein Werbeformat, das lernt aufgrund meines persönlichen Verhaltens. Und es wäre sowas wie der Werbebuddy, den jeder Mensch hat. Neben dem Teufelchen und dem Engelchen, die auf den Schultern sitzen, gibt es dann noch den Werbebuddy, der auch noch da rumfliegt und sich dafür sorgt, dass das, was an Informationen und Angeboten auf mich zukommt, dass das so relevant wie möglich für meine aktuelle Situation ist.
Jetzt, bei deiner Antwort hast du künstliche Intelligenz aufgeführt. Da kommt mir direkt auch das Stichwort Voice Interface in den Sinn. Wie siehst du dort die Entwicklung, was Google Home, Amazon etc. betrifft? Ja, die lernen sehr schnell und sehr viel dazu, aber wir sind noch weit, weit weg von menschlichem Verhalten. Wir haben auch ein paar Echos hier im Haus, alle auf einer Etage, also wir haben das nur in unserem Wohnbereich, also Wohn- und Essküche, explizit, weil da nutzen wir es auch, aber es ist jetzt, die Antworten, wenn wir was fragen, sind noch sehr, sehr trivial und der Mehrwert ist noch überaus überschaulich. Von daher, ich finde das NLP, also Natural Language Processing, ist sehr, sehr gut geworden. Das Erkennen von Sprachen. Ich nutze auch eine App für Meetings ab und zu, die heißt Trint. Die macht automatisch Manuskripte von Meetings. Das heißt, die läuft parallel mit und am Ende des Meetings habe ich das Ganze dann mit Personen zugeordnet als Dokument. Das ist halt super. Es braucht das nicht selber protokollieren. Das geht schon im Englischen viel, viel besser als im Deutschen. Deutsch ist echt eine Herausforderung für diese ganzen Systeme. Aber die Entwicklung ist wahnsinnig schnell. Und ich glaube, dass wir nur weniges davon sehen, was die Systeme heute schon wirklich können. Etzig, ich habe so, als ich nach dir gegoogelt habe, auch noch das Buch Business Purpose Design gefunden. Möchtest du noch darüber was sagen? Ja, sehr gerne. Oder was erwarten die Leser oder die Hörer in diesem Buch? Ja, ich war Mitautor in dem Buch und ich finde es deshalb erwähnenswert, weil es ein Buch ist, das auf den Purpose, also auf den Sinn und Zweck unseres Handelns, unternehmerischen Handelns eingeht und das Ganze aus verschiedenen Perspektiven wie Kultur oder Gesellschaft oder Marketing oder Technologie oder Daten schaut und das Ganze in ein anwendbares Modell bringt, wo man sagt, okay, wenn ich den Zweck meines Unternehmens definieren möchte oder neu definieren möchte oder aktualisieren möchte und möchte den mehr nach vorne stellen, dann hilft mir dieses Buch dabei, die richtigen Maßnahmen zu tätigen und zusammenzustellen. Das ist sehr, sehr einfach, zum Beispiel mit so einem Canvas-Modell, ähnlich wie der Alexander Osterwalder das gemacht hat, mit einem Business Model Canvas, kann ich das dann auch mit einem Business Purpose Canvas machen. Und das ist, deswegen finde ich das Buch sehr hilfreich aktuell. Sehr gut. Also das Buch mit dem Amazon-Link ist auch in den Shownotes und in unserem Blogbeitrag verlinkt, für die, die es interessiert. Simon, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank, warst du dabei. Von daher, vielen herzlichen Dank, Simon, für deine Zeit. Danke dir, Thomas. Und, ja. Schönen Gruß an Thomas. Ja, werde ich ausrichten, danke. Hat euch die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, LinkedIn, Instagram oder per E-Mail an dmu@hutter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und tschüss. Und tschüss.